Roland Kaiser auf Radio Burgenland. Ich wünsche schönen Freitagnachmittag. Aggressive Musik, tätowierte Burschen in der Bauermühle in Mattersburg wird es morgen laut, sehr laut. In der Bauermühle wird das Strike Metal Festival gefeiert. Der Name Metal sagt schon, bei dieser Musik, da wird geschrien, da wird gekreischt, da werden die Gitarren gewürgt, da werden die Schlagzeuge geprügelt. Bettina Treiber von der Radio Burgenland Kulturredaktion empfiehlt, anschnallen und festhalten. Seek and Destroy aus St. Margarethen, Gewinner des burgenländischen Bandwettbewerbs im Vorjahr beim Nova Rock in Nickelsdorf aufgetreten, haben sich für Metal entschieden. Das kennen wir, glaube ich, auch halbwegs. Der härteren Gangart frönen auch Seeds of Blood aus dem Raum Mattersburg, weil sie in dieser Musik alles auszudrücken vermögen. Ob man jetzt über die Gesellschaft schimpfen mag, sage ich jetzt mal, oder auch über naturbezogene Themen, egal was, Umweltverschmutzung, es kommt halt darauf an, um was halt das an selber liegt. Die Musik macht einfach Spaß zum Spielen live. Live spielen die beiden Bands am Samstag beim Strike Metal Festival in Mattersburg. Gemeinsam mit Siege of Kira aus St. Margarethen, Mardi Gras aus Unterrabnitz und Rising Sands aus Mattersburg. Das Festival macht deutlich, dass es in den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf eine richtige Metal-Szene gibt. Das bestätigt auch Florian Sammer von Seek and Destroy. Also ich finde es super, dass das jetzt so aufsteigt. Man kriegt es immer mehr mit. Die jungen Bands machen immer mehr Videos, mehr Promoshoots, mehr Fotoshootings. Und die kommen immer mehr vom Untergrund alle rauf. Und das ist super, das ist jetzt schon eine eigene Szene. Und ich finde, Burgenland hat wirklich was zu bieten. Und dass in der Szene jeder jeden kenne und schätze, betont Stefan Wiesinger, Sänger der Band Seeds of Blood. Es gibt ja jetzt nicht, dass irgendwer beieinander stechen würde, so der Hass untereinander. Wenn jetzt ein Schlagzeuger zum Beispiel irgendwas vergessen hat, wird das sofort von anderen ausborgt. Und das ist das Schöne da bei uns am Burgenland oder auch in der näheren Umgebung, dass da einfach eine Kommunikation herrscht und eine Freundschaft. Freunde der harten Musik haben Gelegenheit, einander morgen zu treffen, beim Strike Metal Festival in der Bauermühle Mattersburg. Also wenn am Sonntag das Bett ihrer Tochter, ihres Sohnes leer ist, dann könnte es gut sein, dass sie nach dem Strike Metal Festival ein bisschen versumpert sind. Wenn sie Oldies lieber mögen, kein Problem. Das ist einer der besten Oldie-Interpreten, Sammy Davis Jr.